Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Es ist hier der letzte Tag für Transfers. Und bevor wir da starten, nochmal ein Hinweis. Wenn euch das Let's Play hier gefällt, der Karriere-Modus mit Werder Bremen, dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Ball bleibt, den Kanal abonniert. Oder wenn euch das generell gefallen hat, das Video, dann vielleicht sogar einen Daumen da lassen. Das wird mir sehr weiterhelfen. Und jetzt schnacken wir einfach nicht lange. Jetzt geht es hier weiter in den D-Day. Mal sehen, ob wir noch den einen oder anderen Spieler loswerden. Wir haben ja noch ein paar auf dem Transfermarkt. Wäre ja nicht schlecht, wenn die noch irgendwie das Weite suchen. Hier tut sich eigentlich nicht so viel. Köln holt sich auf jeden Fall nochmal zwei Spieler dazu. Wir gucken mal. Blind, Jovetic, Plea ist weg. Alexandro, Correa. Oha, auch Leipzig legt hier nochmal ordentlich zu. Geben nochmal 83,5 Millionen aus. Timo Werner ist weg. Wahnsinn. Die Freiburger, Mateta, Walker Peters, Bailey wechselt nach Wolfsburg. Das halte ich auch für ein Gerücht. Ja, bei uns, wir haben nur Baymo verkauft. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich keine Neuerwerbung. Also eigentlich sind wir überall gut besetzt. Kein Grund, da jetzt noch großartig was zu tun. So, Moura geht zu Dortmund, Alcacer verlässt den Verein. Sarr kommt zu Düsseldorf. Augsburg liegt auch nochmal 8 Millionen vor. Bayern holt sich für 87 Millionen Arthur und gibt dafür Tolisso und Kimmich ab. Ja, ansonsten Hamburg. Hamburg? Okay, sind die Hamburger aufgestiegen? Haben wir schon gegen den HSV gespielt? Kann mich da jetzt gar nicht dran erinnern. Oh, da kommt nochmal eine Frage rein. Mal sehen, um wen geht's. Acosta, nee, FC Arsenal möchte Acosta. Nee, danke. Acosta bleibt mal schön hier. Weiter geht's. Der HSV. Da müssen wir gleich erstmal gucken. Mal sehen, wer überhaupt der nächste Gegner ist. Letztes Spiel haben wir leider verloren. Da ist auch ein Blick auf die Tabelle nochmal ganz interessant, glaube ich. Da kommt nochmal eine Anfrage rein. Ja, okay. Acosta scheint sehr beliebt zu sein. Transferangebot für Ludwig Augustinsson. Chelsea möchte zuschlagen. 15,8. Ich sag mal, just for the joke of it, wir wollen jetzt einfach mal 20 Millionen. Wenn die 20 Millionen machen, darf Ludde gehen. Und sonst habe ich kein Problem damit, wenn er auch bei uns bleibt. Aber ich glaube, für Ludde wäre es nochmal auch nachvollziehbarer, dass er jetzt so viele Jahre jetzt hier in Bremen war. Jetzt hat er Chance, Premier League zu spielen. FC Chelsea ist auch keine schlechte Adresse. Aber wir wollen ihn nicht verschenken. Wir wollen 21 Millionen haben. Mal sehen, ob sie es machen. Wow! Die wollen in der Tat Loder haben. Ach du Shitty-Scheiße. Das könnte uns doch mal jetzt zu einem kleinen Kaderproblem führen. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich glaube, so schnell wird sich mehr. Oder doch? Loder verkauft? Das wär's jetzt. Nee. Na toll, okay. Wir hätten Ludde also in der Tat abgeben können. So, jetzt gucken wir aber mal eben erstmal eben hier, dass die erstmal wieder trainieren. Ich wollte nicht auf die Nachrichten. Ich wollte hier hin. So. Naja, so richtig Lust hatten sie aber irgendwie auch nicht. Gravenberg, wenn ich den mal sehe, ich denke mir, den setzen wir viel zu selten ein. Auch Barreal. Eigentlich ganz starke Spieler. So, wir gucken jetzt mal auf die Tabelle. Nächster Gegner Gladbach. Gladbach ist der nächste Gegner. Und die Gladbacher sind auf Platz 8. So, 3 Punkte haben wir nur noch Vorsprung vom FC Bayern, die jetzt auch 2 Spiele insgesamt verloren haben. Und auch Wolfsburg klettert hoch. Auch Dortmund ist nicht weit weg. Also es wird sehr, sehr eng. Entschieden ist da noch gar nichts. Wir gucken mal in die Tabelle. Hamburg ist in der Tat in der Liga. Also müssen wir ja auch schon gegen die gespielt haben. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Naja, okay.
Sei es auch immer wie. So, Leihangebot für Aguma habe ich da eben noch gesehen. Nach Portugal zum SC Braga. Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen für ihn. Just for the fun of it können wir auch einfach sagen, wir nehmen das Angebot mal an. Dann wechselt er halt erst zum nächsten, ja, Transferfenster. Was wir aber hier in FIFA 20 nicht mehr sehen werden. Glaube ich jedenfalls nicht. Scouting Update. Okay, wir gucken nochmal. Ist hier was dabei? No, no. Oh, der hier vielleicht. Na, ist auch schon zu alt. 130.000. Der mit dem unaussprechlichen Fanorenberge. Fanorenberge. Ja, ist auch nix. Van Damme. Nix wert. Noch einer Fanorenberge. Das scheint so ein belgischer Name wie Müller oder Meier zu sein. Das wird, ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Ihn hier könnten wir vielleicht nehmen. Okay, dann schauen wir mal, wen wir da jetzt ausmustern müssen. Da war doch irgendwie einer, der ganz schlecht war. Ich glaube, er hier. Felix Bada darf sich verabschieden. Und dann können wir auch... War das er hier? Nein. Plattfüllt. Wir holen uns jetzt Plattfüllt. So, und das war's auch schon wieder. Gut. Das haben wir auch erledigt. Dann, huch, dann geht's einfach jetzt weiter. Guck mal, was jetzt hier noch reinkommt. Transferangebot für Davy Klaassen. Stoke City möchte Davy Klaassen kaufen. Verständlich, gehört ja auch mit einer zu den besten Spielern bei uns im Kader, aber 19,9 Millionen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Er ist 20 Millionen wert. Nee, das ist mir nicht wert. Obwohl, ich könnte es auch bei ihm nachvollziehen. Er ist ja von Holland aus, ich weiß gar nicht, wo er da gespielt hat, ist er ja quasi in die Premier League gewechselt, dort irgendwie nicht so richtig klargekommen. Dann hat Werder ihn sich ja geholt und hier ist er dann auf jeden Fall ja wieder zu alter Stärke, wenn man denn so will, zurückgekehrt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass auch die Insel ihn wieder entdeckt. Könnte ich nachvollziehen, wenn er dahin wechselt. Wir sitzen das einfach mal aus. Oha, Volland spielt jetzt bei RB Leipzig. Macht gleich einen Dreierpack. So. Heimspiel gegen Gladbach. Heimspiel gegen Gladbach. Da müssen wir auf jeden Fall was beim Trikot machen. Warum auch immer jetzt mein Controller vibriert hat. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wir wissen es nicht. So, wir gucken hier rein. Eigentlich soweit alles okay. Götze war jetzt in den letzten Spielen nicht so richtig on fire. Ich wäre fast geneigt, ihn mal eben auf die Bank zu setzen und dafür Plaza zu bringen. Alle anderen sind auch sehr, sehr motiviert. Barrial, habe ich gesagt, nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Oh, Almada muss mit. Almada würde ich vielleicht jetzt sogar, ich sag mal, so machen, dass Foden pausiert. Dafür spielt Almada. Gabriel vielleicht für Gummy rein. Innenverteidigung. Möchte ich Ampadu nochmal eine Chance geben für Ayer. Außen, alles soweit eigentlich okay. Wo ist hier Doku? Da ist Count Doku. Von den anderen, ja, Miyoshi, den wollten, haben wir doch, oh, hier, Mensch, es sind so viele Spieler dabei, es ist echt schwierig, sich da zu entscheiden. Wir nehmen mal Miyoshi mal mit. Umutsu. Lassen wir mal Umutsu sein, nehmen dafür Doku mit. Wir haben einfach viel zu viele Spieler. Also da, ich sag mal, ich hätte gerne noch abgegeben, letztendlich hier Schmidt, Osabute, Riegmann, auch Iyuki hat irgendwie, ja, keine richtige Chance gekriegt bei uns. Ist eigentlich auch unnütz. Lané ist natürlich eine Investition in die Zukunft, weil guckt euch mal an, die sind richtig schnell. 90 und 96er Werte. Ja, Amaral, Mappa sind Spieler, die einfach auch irgendwie hochgezogen worden sind. Aus der Jugendmannschaft. So, ich denke, mit dem Team kann es klappen. Ich möchte jetzt einen souveränen Sieg sehen. Das sind wir hier zu Hause wirklich unseren Fans auch schuldig. Wir wollen jetzt nicht unsere mühsam rausgespielte Führung in der Tabelle jetzt einfach hergeben. Wobei ich jetzt noch glaube, irgendwas haben die bei FIFA im Karrieremodus gepatcht, was ja nicht schlecht ist. Es ist ein bisschen schwieriger, habe ich so das Gefühl.
Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger geworden oder ich bin einfach schlechter geworden. Vielleicht auch beides. Es ist schwieriger geworden und ich bin schlechter geworden. Es kann nur so sein. Wir werden sehen, ob wir hier heute mal ein gutes Gameplay liefern können. Bei Schnee, ich hasse Schnee. So, Spieltag 20 im Bremer Wohninvest Weserstadion. Volle Hütte. Der beste Ball, den man finden konnte, weit und breit. Wolffuß, Frank Buschmann haben wir in die Katakomben verbannt. Ihr dürft meine Stimme hören. Und die Fans peitschen hier die Mannschaft schon nach vorne. Jan Sommer ist natürlich auch kein einfacher Torwart, den wir hier überlisten müssen. Es wird nicht einfach, Leute, es wird nicht einfach. Davy Klaassen, Stoke City wollte ihn haben. Wir haben die Verhandlung abgebrochen. So, erstmal alles schön einstellen. Vorstöße an der Seitenlinie. Und auch Team Pressing. Die Kugel läuft. Auf geht's. Almada schickt erstmal Raschi. Und das könnte sein. Plaza nimmt leider den Ball nicht so richtig mit Spannung auf. Almada. Plaza wird hier wieder gesucht. Almada! Oh, versucht es. Verliert jetzt aber den Ball. Aber die ersten Minuten wirklich richtig gutes Gameplay von Werder. Jetzt die erste Chance für Gladbach. Ampadu ist da. Also schöner Auftakt hier. Auch jetzt schön auf Rashica. Der kann schießen. Und der macht das 1-0. Jawoll. Und dann im Kung-Fu-Style tritt auch noch die Eckfahne um. Richtig schöner, schneller Konter. Und dann ist er ehrlich mal da. Raschi mit seinem Tor. Keine Chance für Jan Sommer. Über den Daumen gelupft. Klassisches Rashica-Tor. Sein 11. Tor. Ja, ein Auftakt nach Maß. Nicht mal nach 10 Minuten steht es hier 1-0. Aber das heißt nichts. Das heißt leider gar nichts. Thüram. Zakaria. Brahim. Und Raschi wird nochmal geschickt. Ah, verliert aber den Ball. Verdammt, ich wollte eigentlich noch irgendwie Almada in Szene setzen. Das war aber dann, der Plan war nicht so gut anscheinend. Bonaventura. Ach, Brahim. Thüram. Boah. Die Sense. Jetzt hier Zakaria. Nein. Gabriel. Hau die Pille weg. Augustinsson. Und wieder Ballverlust. Plaza holt ihn sich wieder. Raschi. Tor. Oh, ich hab schon den Torschrei. Hab ich schon gehabt, ey. Mann. Maxi Eggestein verzieht. Noch nicht mal knapp. Aber es ist mächtig Feuer hier drin. Werder drängt hier. Wir drängen auf das 2-0. Ach, das war nicht gut von Raschi. Und Konter und Bednarek hat aufgepasst. Allerdings hat er den ein bisschen blöde geklärt. Bonaventura. Ja, natürlich. Schön gesehen, Almada.
wird hier gestoppt. Ja, erstmal hier auf Safety spielen, dass ich Werder wieder abseits, verdammt. Aber der Ball läuft gut. Der Ball läuft gut. Mir wäre es aber lieb, wenn wir hier schnell klare Verhältnisse schaffen. Raschi. Schön auf Ludde, Ludde. Das könnte klappen. Ah, Brahim. Macht mehr oder weniger ein Rückspiel zu Jan Sommer. Also sowohl mit der Szene, die wir ja mit Lapa hatten. Plaza, Lapa. Mein Gott, was sag ich denn da? Mit Plaza natürlich. Waren da schon echt hochkarätige Torchancen. Thüram. Oh, gleich sind sie durch. Und Ampadu. Ampadu ist da. Gabriel. Ball zu kurz. Zakaria hat aufgepasst. Bonaventura. Wieder Ampadu. Und wieder Fehlpass. Schön gemacht. Jetzt. Was macht er denn da? Das wollte ich gar nicht so. Augustinsson. Und Klaassen, abgefälschter Schuss. Und da fliegt er um, wie vom Blitzschlag getroffen. Ah, mit der Schuhpike. Ampadu. Brahim. 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 Ja, okay. Das Tor getroffen, allerdings schon von außen. Wir sind hier noch nicht durch. Wir sind hier absolut noch nicht durch. Bisher konnten wir zwar alles von den Gladbachern irgendwie verhindern. Brahim. Eggestein. Eggestein! Mann! Was haben die denn für Verteidiger da? Ah. Gute Verteidigung haben die Gladbacher. Egge versucht es nochmal mit einem Schuss. Raschi holt sich den Ball. Und nochmal Klaassen jetzt. 2-0 endlich. Mann, 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 Mann. Yo, mach deinen Brummkreisel. Du hast es dir verdient. Wir haben das 2-0 gemacht. Maxi Eggestein, erster Gratulant. Und dann machen sie die Human Centipede. Jan Sommer kann es nicht verstehen. Was ein Gewurstel. Almada prescht hier vor. Sieht dann Davy Klaassen. Und kurz bevor wieder die gute Gladbacher Defensive hier wieder einen Schlappen dazwischen kriegt, platziert er endlich seinen Schuss. Davy Klaassen bringt uns hier zum Exciten. 5 Tore hat er nur gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt so viel. Aber das war, glaube ich, ein ganz wichtiges. 2-0, das schafft auf jeden Fall schon mal Sicherheit und nimmt auf jeden Fall ein bisschen Druck. Aber Gladbach wäre nicht Gladbach, wenn sie das nicht einfach wieder ändern könnten. Zakaria. Klaassen überall. Und jetzt. Plaza, du auch noch. Oh, wieder Jan Sommer, ey. Meine Güte. So, wir müssen jetzt wieder eine Taktik machen. Wir machen Torwart zustellen. Und machen so. Ampadu, komm. Ach komm, da pfeift er ab. Ja, auf jeden Fall kein schlechtes Spiel.
Müssen wir jetzt schon irgendwo wechseln? Ich würde fast sagen, es ist machbar. Wir gucken mal eben, was wir hier für Chancen haben. Yoshi, der könnte auch Mittelstürmer spielen. Vielleicht so einen kleinen Wendigen eher da rein, als wie Plaza. Aber ganz vorne hätten wir natürlich auch eher Mario Götze. Foden, ja, Foden weiß ich nicht. Bin eigentlich mit Mittelfeld, Eggestein, Almada, Klaasen ganz zufrieden. Außen würde ich sagen, könnten wir jetzt mal Barrial seine Chance geben. Und im Zentrum, weiß ich nicht, Miyoshi für Plaza. Er ist jetzt natürlich extrem klein. Aber dafür guckt mal, was der hier für... Ja, ich glaube, wir machen so einen Wendigen da vorne rein. Miyoshi kommt rein. Mal sehen, ob er hier noch für eine Sternstunde sorgen kann. Hat ja ein paar schöne Auftritte gehabt. Läuft auch hier erstmal gut an. Und noch Barrial. Vielleicht auf der rechten Seite noch jemand, der jetzt schön für Action sorgen kann. Der Ball war noch nicht mal aus, wa? Schön von Ampadu. Und da haben wir Barrial. Barrial! Oh, Miyoshi! Nachschuss! Oh! Da wäre es doch schon beinahe gewesen. Hätte ich vielleicht eher abspielen müssen. Vielleicht. Ach, es wäre sowieso abseits gewesen. Ach, es ist abseits. Das dazu. War da ein V-Spiel? Irgendwas hat er da erkannt. Ach, come on. Almada sieht gelb. Ah, das ist natürlich nicht so schön. Miyoshi. Ah, bleibt hängen. Holt sich den Ball wieder. Miyoshi wieder im Abseits. Und zählt das Tor, das wäre ja genial. Es zählt. Perfekt gemacht hier vom Barrial, den Ball geholt. Gut getäuscht und Miyoshi ist da. Der kleine 1,67 Meter Hühne macht hier per Kopf sein Tor. Keine Chance für Jan Sommer. Ja, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Barrial gebracht, Miyoshi gebracht. Und es steht 3-0. Sehr schön. Und sofort ist das Bremer Wohne-Westfieser-Stadion zugegen. Feiert hier das Team 3-0. Das ist natürlich schon eine eindeutige Sache hier. Miyoshi läuft da rum, wie im Rumkreisel. Bonaventura. Klaasen, schön. So, ich glaube, wir wechseln jetzt auch einmal aus. Nehmen Almada raus. Und bringen Gomez mal rein. Dann hat er auch wieder seine Spielpraxis. Ist ja auch ein guter Techniker. Und Almada hat es nicht schlecht gemacht. Hat auf jeden Fall in der ersten Hälfte viel Einfluss gehabt auf die Offensivaktion. Hat auch die Vorlage gemacht für ein Tor. Also alles gut. War die richtige Entscheidung, irgendwie gefühlt, ihn anstelle von Phil Foden zu bringen. Jetzt aber die Gladbacher. Oh, Thuram. Und Ampadu ist da. Gomez, schön auf Miyoshi. Der bleibt aber hängen. War aber schon wieder im Turbo-Modus. Barrial wieder da oben. Oh, Embolo gegen Ampadu. Ich glaube, der erste große Schnitzer von Ampadu. Ah, Mann.
Barrial. Barrial. Yoshi ist wieder in der Mitte. Kommt nicht ran. Das war natürlich ein Risikorückpass. Augustinsson. Klaasen versucht es nochmal, aber das war jetzt überhaupt kein Problem für Jan Sommer. Der kleine Yoshi gewinnt hier das Kopfballduell, aber irgendwie kommt er da nicht mehr irgendwie gefährlich an den Ball. Ah, auch wieder gut gedacht. Geh nicht ran, geh nicht ran, geh nicht ran, geh nicht ran. Er geht ran. Yoshi wird hier gesucht. Macht hier auf jeden Fall Trouble da vorne. Real. Schön gemacht. Embolo sehr bemüht da vorne. Thuram geht raus. Konnte heute nichts von seiner Gefährlichkeit zur Geltung bringen. Yoshi. Yoshi. Oh. Bisschen abgedriftet, glaube ich. So, wir stellen wieder den Torwart zu. Gehen ein bisschen enger ran. Ein bisschen. Hier vielleicht. Kopfball von Klaasen, aber kein Problem. Zu harmlos, muss man einfach sagen. Ja, oh, hängen geblieben der Ball. Nicht gut vom Bednarek. Aber auch der Ball unsauber gespielt. So, wir gehen so langsam in die Schlussphase. Jetzt wird nochmal gewechselt. Stefan Leiner kommt für Andreas Paulsen rein. Klaasen kann durchziehen. Und schickt Barrial. Barrial macht dein Ding jetzt auch noch alleine. Abseits, glaube ich, oder? Ich kann es immer gar nicht glauben, wenn das dann doch klappt. Aber es sieht so aus, als wenn Yoshi auch in diesem Einsatz einen Doppelpack macht. Und wieder sind es die beiden. Barrial macht die große Vorarbeit. Und dann ist Yoshi in der Mitte und kann den Ball dann natürlich einfach einschieben. Tolle Arbeit von Barrial, der sich hier echt empfiehlt für die rechte Seite. Tja, und dann steht auf einmal Yoshi vorm leeren Tor. 2-0, beziehungsweise sein zweites Tor. Es steht schon 4-0. Alles richtig gemacht. Koji Miyoshi. Wer hätte das gedacht, dass der hier immer solche Qualitäten als echter Joker noch bringt? Unglaublich schnell, beweglich und wirbelig und torgefährlich. Und hat auch noch eine gute Kondition, also perfekt. So, ich glaube, das dürfte dann aber auch es gewesen sein. Oder schaffen wir noch ein Tor? Geschweige denn, schafft Gladbach noch ein Tor? Bednarek. Ah, nicht gut. Ampadu. Und auf Barrial, der läuft durch. Machst du auch noch dein eigenes Tor, Junge? Ich würde es dir gönnen. Er macht auch noch sein eigenes Tor. Meine Güte, was für ein Auftritt von Barrial. Zur Halbzeit reingemacht. Zwei super Aktionen, die dann direkt auch noch zu einem Assist führten und Toren. Und jetzt setzt er vielleicht sogar noch das Schlusspünktchen. Und vollendet selber. Yoshi hat auch schon wieder im Zentrum gelauert, aber diesmal da selber draufgezogen. Schön an den Pfosten und vor allen Dingen an den Fingern von Jan Sommer vorbei. Und es steht hier 5-0. Das ist ja ein Ergebnis. Das ist ja traumhaft. Richtig gute Leistung von Werder. In der Abwehr sehr, sehr stabil bisher gewesen. Vielleicht auch durch Ampadu. Vielleicht soll ich ihn jetzt öfter bringen. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch Gabriel.
Augustinsson hat jetzt nicht so viel zeigen müssen, glaube ich. Ah, da ist er jetzt auch. Ludde, komm Ludde, ich habe dir jetzt eben... Boah. Gomez hat natürlich jetzt nicht mehr gut. Jetzt nicht noch hier das Anschlusstor. Nein! Oh, Chiri ist da. Nachspielzeit läuft. Ist auch schon fast vorbei. Ich denke mal, es wird nur noch die Ecke geben. Das hier hätte nochmal das Anstandstor sein können. Aber dann der Schuss doch sehr zentral auf Chiri Pavlenka. Kein Problem. Daumen hoch. So, JG Cabana macht hier die Liverpool-Ecke anscheinend. Letzte Aktion in diesem Spiel. Letzte Aktion, hoffentlich. Hau die Pille weg. Und Miyoshi bewahrt hier das 5:0. Richtig gute Leistung. Die Werder-Fans können absolut zufrieden sein. Ich bin auch zufrieden. Was für ein Spiel, was für ein Auftakt. Jetzt gucken wir mal, was denn unsere Konkurrenz gemacht hat. 3 Punkte bleiben auf jeden Fall hier in Bremen. Ich sag jetzt euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen, wenn ihr möchtet. Und seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Haut rein, macht's gut, ciao.